Hallo zusammen, Dieter Didi Hallervorden, einer der bekanntesten Schauspieler, Kabarettisten, Theaterleiter Deutschlands, hat im hohen Alter sich nochmal richtig eingemischt in die aktuelle Politik und dieses Gedichtsvideo herausgegeben mit dem Titel Gaza, Gaza. 3 Minuten ist es lang, wir werden es uns nun gleich abschnittsweise anschauen, ich werde es kommentieren, empfehle euch aber auch, es einfach komplett selber ohne meinen Kommentar zu hören. Ich habe euch unten das Original verlinkt. Schauen wir direkt rein, hat für viele Kontroverse gesorgt. Vor dem gleich folgenden Gedicht Gaza, Gaza möchte ich eins unmissverständlich klarstellen. Natürlich verurteile auch ich den Terror von Hamas. Aber ersehne mir trotzdem, trotz alledem gleichzeitig eine neue Friedenschance für eine Zwei-Staaten-Lösung. Damit man miteinander sprechen kann, braucht man ein Schweigen der Waffen und die sofortige Freilassung aller Geiseln. Ich weiß aber auch, Grausamkeiten haben zumeist Vorgeschichten. Und kein Mensch wird als Terrorist geboren. Ja, schon ein starkes Statement, dass er sich das auch wagt. Hamas verurteilt er, natürlich. Machen alle, müssen alle auch. Aber danach sagt er gleich, keiner wird als Terrorist geboren. Es hat eine Vorgeschichte. Natürlich hat es eine Vorgeschichte. Wenn man ein Volk immer wieder jahrzehntelang malträtiert, unterdrückt, in furchtbaren Verhältnissen darben lässt, natürlich wird es sich dann wehren. Und wenn man da als erstes und als einziges den Vorwurf gegen eben dieses unterdrückte Volk tut, dann wäre man selber auf der Seite der Unterdrücker. Er macht das hier nicht, sondern er sagt ganz klar, es gibt Vorgeschichte davon. Zwei-Staaten-Lösung dagegen ist komplett tot. Da besteht überhaupt gar keine Chance. Schaut euch einfach die Landkarte an. Westjordanland komplett zersplittert. Übrigens, gerade in jetziger Zeit hat Israel mehr Land im Westjordanland annektiert als seit Jahrzehnten. Ja, seit Jahrzehnten haben sie nicht mehr so viel annektiert, wie sie es jetzt gerade tun. Das ist ja immer von Siedlern erobertes Gebiet. Ja, es wurden als Palästinenser vertrieben, dann werden Siedlungen gebaut und dann nach ein paar Jahren wird es annektiert und es wird als offizielles israelisches Staatsgebiet erklärt. Zwei-Staaten-Lösung ist, abgesehen davon, dass in Israel das niemand will, ist es praktisch auch absolut unmöglich. Gaza. Gaza. Ein Mann drückt zerfetzte Fingerchen an seinem Bart beim Flüstern fest ran. Was haben denn die zarten Dingerchen den Herren generell getan? Dann hebt er den Rumpf seiner Kleinen zu Allah, in die Sonne, zum Mond. Zu Allah. Das, ja, ist wirklich sehr gut gemacht, muss man einfach sagen. Und all diese Kinder, all die da in den Trümmern verschüttet sind, all die, die ermordet wurden von Israel, vergesst nicht, alles Human Shields. Ja, das waren alles nur menschliche Schutzschilde der Hamas. Israel trägt daran keine Verantwortung. Alles ist allein die Schuld des palästinensischen Widerstandes. Wenn wir dem Narrativ, was im Westen doch viel zu oft unkritisch wiederholt wird, glauben würden. Und wieder haben wir da einen, der nichts und niemand mehr schont. Soll ich diesem Vater empfehlen, so cool wie ein Talkgast zu sein, sich bloß in keinem Wort zu verfehlen, das antisemitisch erscheint? Das ist natürlich auch besonderes deutsches Problem. Wenn ihr einfach mal internationale Berichterstattung schaut, dieses überall wird Antisemitismus gesehen, jede Kritik an Israel sofort Antisemit, 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 das ist ein deutsches Problem. Selbst in den USA besteht dieses Problem absolut nicht. Selbst in Israel besteht dieses Problem nicht, so wie es bei uns besteht, geschweige denn andere Länder wie UK oder gar nicht-europäische, nicht-westliche Länder. Das ist ein spezielles deutsches Problem und das sieht man auch in der Berichterstattung. Es gibt keine so schlechte, so einseitige, so menschenverachtende Berichterstattung über den Genozid in Gaza wie in Deutschland. Schaut lieber amerikanisches Fernsehen, schaut Fox News, schaut sogar pro-israelisches Fernsehen in den USA und es wird euch besser und umfangreicher und vernünftiger informieren als unsere deutschen Staatsmedien. Sie geloben Apartheid die Treue. Von Ampel bis AfD. Geloben Apartheid die Treue. Ampel bis AfD, stark. Hallervorden, stark, muss man sagen. Obwohl es eigentlich inhaltlich komplett unkontrovers ist. Natürlich ist es Apartheid, was denn sonst? In Gaza, im Westjordanland, es ist reine Apartheid. Da gibt es auch nichts zu diskutieren. Aber stark trotzdem ist zu sagen. Sie liefern Granaten aufs Neue, bittend, zahlt damit umzugehen. Bei Menschen, wie Viecher vertreiben, mit Hunger
und mit Drohnen. Dieser Kinderfriedhof wird bleiben. Als Albtraum für Generationen. Ja, das ist ein Trauma, das wird sich über Generationen hinziehen. Ich hatte schon mal ein Video darüber gemacht, wie Trauma sich tatsächlich körperlich über Generationen auswirken kann. Das wird bei den Palästinensern höchstwahrscheinlich genauso geschehen, mit all den furchtbaren Konsequenzen. Und ganz egal, wie man zum palästinensischen Widerstand steht, es gibt nur eine Möglichkeit, die Hamas zu vernichten. Und diese Möglichkeit wäre, den Zustand der Palästinenser radikal zu verbessern. Ihn unglaublich auf ein anderes Level zu heben und nicht mehr als dieses unterdrückte, darbende Volk zu halten, welches entrechtet ist, mit dem man machen kann, was man will und das gar keine eigenen Machtmittel besitzt. Wenn man das schafft, dann wird man die Hamas besiegen. Aber indem man sie tötet, Invasion, Kinder massakriert in Zehntausenden, da wird man die Hamas nicht besiegen können. Denn all diese Kinder, die Geschwister verlieren, die Eltern verlieren, was werden die denn tun? Natürlich werden sie an militärischen Widerstand und militärischen Widerstand der Zukunft teilhaben. Die aus Ohnmacht brodelnde Kraft hat sich nie jemand selbst ausgesucht. Habt ihr gesehen, Rheinmetall, ja, ganz klare Kritik. BlackRock, nicht schlecht. BlackRock, natürlich bekannt als Milliardeninvestor, auch in der Waffenindustrie ganz groß. Doch die Macht, die die Bestien schafft, aus kaltem Kalkül, sei verflucht. Hart und gut. Hat gerade BlackRock verflucht, würde ich sagen. Mindestens die und noch andere, aber mindestens. Gaza, Gaza. Ich schlag meine Augen nieder vor der ohnmächtigen Geschrei, vor deinen zerfletzten Gliedern. Und ich frag mich da immer wieder, und das soll kein Völkermord sein? Ja, stark. Und ich frag mich immer wieder, das soll kein Völkermord sein. Das ist wirklich eine sehr gute Frage. 30, 33.000, 10.000 plus Kinder getötet, massakriert, völlig wehrlos, hilflos. Das ist kein Völkermord. Aber der 7. Oktober, den müssen sich alle erinnern. Das ist die große Sache. Nach israelischen Angaben, glaube ich, 1.200 Menschen gestorben, darunter aber auch einige hundert Soldaten. Einige von ihnen sogar erschossen von der IDF selbst. Das war der Völkermord. Aber 30.000 auf der anderen Seite, das war alles nur Kollateralschäden und Human Shield, aber kein Völkermord. Ja, Hallervorden sagt hier ganz klar, was Sache ist. Gutes Video, guter Mann, dass er sich das traut. Er ist als Querdenker bekannt, Querdenker im alten Sinne, aber auch im neuen in dem Sinne, dass er sich auch schon gegen Corona-Maßnahmen gerichtet hat. Er hat ein Video gemacht, wo er sich schon ein bisschen lächerlich drüber gemacht hat, was sie in Berlin da verzapfen während der Corona-Zeit, um es noch vorsichtig auszudrücken. Er hat sich sehr heftig und klar gegen die Gender-Ideologie, insbesondere in der Sprache, gewandt. Das heißt, er ist schon ein Querkopf, lässt sich nicht einfach so manipulieren, lässt sich nicht steuern und lässt sich auch nicht unterdrücken und bedrohen. Er ist 88 Jahre alt. 88 Jahre alt. Finanziell unabhängig, hat sein eigenes Theater, dem kann man nichts machen. Den kann man nicht drohen, den kann man nicht erpressen. Er sagt das, wofür er steht und er setzt sich einfach dafür ein, wovon er überzeugt ist. Und das wäre jetzt die Gelegenheit, auch für andere das zu tun. Auch für euch vielleicht, falls ihr dieses Video seht und ihr seid ein kleiner Influencer in YouTube, in Instagram oder sonst wo. Ihr habt eine gewisse Reichweite, vielleicht ist Politik nicht einmal euer großes Thema. Sonst hättet ihr das Thema ja sowieso schon besprochen. Aber jetzt habt ihr die Chance. Etwas völlig Eindeutiges. Ein Völkermord, wie er in unseren Lebzeiten nicht passiert ist. Und wie er vor allem von unserer Regierung und von unserem Block der Welt des Westens gefördert und unterstützt wird mit Waffen, mit Geld, mit Politik, mit Wirtschaft. Ihr habt die einmalige Gelegenheit, euch hier eindeutig zu positionieren. Denn wenn Israel in den nächsten Jahren und Jahrzehnten immer schwächer und schwächer wird, und ich denke, es ist immanent ganz klar, dass das genauso passieren wird, dann werden die Leute alle hervorgekrochen kommen und Israel mehr und mehr kritisieren für all die Jahrzehnte der Unterdrückung. Das werden alle tun, das ist ein historischer Ablauf, der so festgeschrieben ist, ein Gesetz. Aber ihr habt die Chance, das vorher zu tun, denn je später man das tut, desto weniger wert für einen selbst ist es. Auch je früher man es tut, umso wertvoller ist es, besonders
wenn man vielleicht doch etwas zu verlieren hat, aber es tragen kann, es zu verlieren. Wenn man diese Gelegenheit jetzt nutzt, das verspreche ich euch, dann wird es von besonderem Wert sein für euch selbst, für eure Zuschauer und für alles, wofür ihr euch dann sonst noch so einsetzt. Hallervorden, auf jeden Fall größten Respekt. Freue mich auf eure Kommentare. Bis zum nächsten Video. Ciao.